liebe Karnevalsfans, ich darf Ihnen nun einen Gast vorstellen, der von sich selbst behauptet, er ist ein Mund- und Handwerker und er hat eine Mission. Er möchte nämlich gerne dem Lachkräftemangel in Deutschland Paroli bieten. Einen herzhaften Applaus für Handwerker Peters! Mahlzeit! Ich komme von der Baustelle. Mahlzeit! Liebe Leute an den Geräten und hier im Saal, Münster feiert endlich wieder Karneval! Ja, ich bin der Handwerker Peters, ihr könnt mich HP nennen. Ich bin der Vorsitzende aller anonymen Schwarzarbeiter und der Bezirksleiter aller Baufuscher und Werkzeugpeiniger. Und die Handwerkskammer Münster hat gesagt, HP, wenn heute Westfalen auf die Pauke ist, dann gehst du mal hin und guckst, ob die Leute nach so einer langen Zeit überhaupt wieder karnevalstauglich sind. Weil wir hatten doch nur nach Corona Horrornachrichten. Inflation, Krieg, Karl Lauterbach. Und Handwerk und Karneval, das gehört zusammen. Weil guckt mal, wir Karnevalisten und Handwerker, wir haben eine Sprache, die wir nur untereinander verstehen. Das kennt ihr Westfalen. Westfalen haut auf die Pauke. Westfalenland ist wieder außer Rat und Band. Zwischen Rathaus und Lamberti, wo die schönen alten und genauso sind wir Handwerker. Weil bei uns Handwerkern, da kommen sprachliche Feinheiten wie normalerweise müsste das halten. Oder das war schon vorher kaputt. Oder auch ein Klassiker so oh, 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 das wird nicht billig. Und jedes O bedeutet 50 Euro mehr als auf dem Kostenvoranschlag stehen. Geht der Clown jetzt schon auf Klo oder was? Das ist. Guck mal, die gehen zu zweit, die Paarschiffen jetzt. Ja, ja. Ja. Wenn die Blase dich quält und die Ausdauer fehlt, dann geh doch. Man muss doch mal die Fahne der Handwerker hochhalten. Weil wenn ich junge Leute sehe, die sagen oft mit so einer Brust, ich studiere. Ich studiere. Und wenn ich meine Stifte sehe, die sagen immer so ganz verschüchtert, ich mache nur eine Lehre. Und das finde ich so schlimm. Wir müssen doch den Kindern mal wieder beibringen, dass es redlich ist, auch mit der Hand zu arbeiten. Dass es redlich ist, was zu erschaffen. Oder? Ja, es kann doch nicht jeder studieren. Mein Meister hat damals immer gesagt, HP, studieren ist wie arbeitslos sein, nur dass die Eltern stolz sind. Ja. Handwerk ist toll. Handwerk hat auch goldenen Boden, aber manchmal nerven die Kunden. Mich fragen die Leute immer, HP, was kriegt denn so ein Handwerker die Stunde? Ich sag 60 Euro. Wenn der Kunde zuguckt, 80 Euro. Wenn der Kunde mithilft, 120 Euro. Und wenn der Kunde schon mal angefangen hat, 250 Euro. Letztes Mal war ich beim Kunde beruflich Lehrer. Da weißt du schon. Mein Vater hat immer gesagt, HP, es gibt zwei gute Gründe, Lehrer zu werden, Juli und August. Aber ich. Und ich musste bei dem Kunde in den Keller. Und da stand ich vor ihm und sagte, ich muss mal bei Ihnen in den Keller. Da guckt er mich mit großen Augen an und sagt, ja, der Keller ist bei uns unten.
Ich sag gut, dass Sie studiert haben. Ich wäre sonst wie ein Äffchen den Kamin hochgeklettert, hätte ich da gesucht. Und das war so ein Kunde, der hat dir beim Schaffen zugeguckt. Auf einmal sagt er so ganz intelligent, guckt er in den Werkzeugkasten, haben Sie auch eine Bohrmaschine? Ich sag, nein, wir haben einen trisierten Specht. Der macht tack, tack, tack. Und mein Stift steht daneben, der macht brrrr. Da regt sich meine Frau immer so auf. Also die Ina, ich bin verheiratet, aber ich mache keinen Gebrauch davon. War da auf dem Klo, da wart hier die zwei Clowns. Hallo, guck mal. Ja, guck mal, der dicke Mann redet mit euch. Hallo. Ja, du amüsierst dich schon. Ja, dein Gesicht weiß noch nichts davon. Also wir so, ja. Du, immer, du. Du guckst wie Boris Becker am Geldautomat. Das ist so. Ja, ja, ja. Kennst du mal? Ich hoffe nicht, ja. Dauerwellens Lisbeth. Ja, braucht doch nicht lachen, die Lisbeth. Ich kümmere mich um meine Frau. Letztes Mal, da kam meine Frau ganz nah bei mich bei und sagte so, Happy, ich wünsche mir schon seit langer Zeit was. Das fängt mit S an und hört mit X auf. Ich sag, was willst du denn mit einer Steinflex? Sie ja, kann nicht mit umgehen. Aber Dina, es ist doch so, immer wenn man euch Frauen was schenkt, ist es verkehrt. Doch, doch. Oder, meine Herren, ja. Letztes Mal habe ich dem Lisbeth einen schönen Strauß geschenkt, war sie auch nur am Heulen. Der Strauß ist viel zu groß, der war viel zu teuer, der kackt überall hin. Das hat die von ihrer Mutter. Kennt ihr meine Schwiegermutter? Drachenkopfsmaritta. Drachenkopfsmaritta, die Frau ist klasse. Letztes Mal sagt sie, auch im Leben ist es doch toll. Man erinnert sich immer an die schönen Sachen und vergisst das Schlechte. Ich sag, wer sind Sie? Ach, die Frau. Letztes Mal sagt sie, wenn ich mal sterbe, was macht ihr mit mir? Einäscherung oder Beerdigung? Ich sag beides, wir gehen auf Nummer sicher. Machen wir beides. Können wir uns leisten. Ja, wir dürfen nicht lachen, Dina. Weil Drachenkopfs Maritta, die hatte jetzt einen Unfall. Die ist beim Quatschen vom Balkon gefallen. Die ist jetzt weg vom Fenster. Also jetzt liegt sie bei uns im Dorf im Krankenhaus im St. Gallenstein. Und da hört die mittags immer dieses Radio für Musikwünsche. Das ist schön, musst du mal hören. Der DJ Thrombose legt da immer auf. Das ist schön, ja. Und da hat meine Frau gesagt, jetzt rufst du doch mal für meine Mutter an und hinterlässt da einen schönen Gruß. Hab ich gemacht, war auch wieder verkehrt. Hab ich angerufen, hab gesagt, schönen guten Tag, hier ist der Handwerker Peters. Ich grüße meine Schwiegermutter Drachenkopfs Maritta, die gestern beim Quatschen vom Balkon gefallen ist, auf dem Unterkiefer aufkam und jetzt 6 Monate nicht mehr sprechen kann. Und ich wünsche mir das Lied von Ich und Ich, so soll es sein, so kann es bleiben. Und so wie hier soll es auch bleiben, denn wir feiern endlich wieder Karneval. Hilau in den Saal, ich war schlau am Bau. Handwerker Peters grüßt euch mit Münster. Das ist ein neuer Schlachtruf. Jei! Ein paar Handwerker davon mehr könnten wir schon gebrauchen, oder? Ihr seid der Meinung, er ist... Funktioniert ja. Immer noch. Oh. Immer noch. Und meine Damen und Herren hier im Saal und auch zu Hause, das ist die Hose, in der er vor 3 Jahren hier aufgetreten ist. Und zwar nicht als Handwerker Peter, sondern als der Pfunzkerl. Könnt ihr euch erinnern?
Wahnsinn. Kompliment ja. zur Runderneuerung. 65 Kilo sind weg. Also. Unfassbar. Danke. Der Futzkerl ist Geschichte. Aber wir freuen uns über Handwerker Peters mit einem dreifach kräftigen Handwerker. Hello. Peters. Hello. Kai Kramowska. Hello. Dankeschön, Kai. Dankeschön. Macht's gut. Feiert noch schön.